Hallo und herzlich willkommen zurück zu Industries of Titan. Ja, beim Zeit des Fabrikgebäudes mal ein bisschen hier, ne? Ihr kennt das, ja? Ein bisschen hier hochgefahren, was die Produktionsgeschwindigkeit hier von Kohle angeht. Also nicht Kohle, sondern Geldkohle. So, der komische andere Spinner kann hier mal anrücken. Ich glaube, jetzt haben sie alles freigeschalten, was jetzt mittlerweile so da ist. Ich finde auch sehr interessant, dass hier kein Timer abläuft, was ich sehr beginner-friendly finde. Weil wenn ich mich, also ich kenne mich ja noch nicht so gut aus, aber ich sag mal klar, ich spiele natürlich auch andere Spiele, da kann ich das ganz gut hier, ne, übertragen von anderen Spielen. Aber wenn ich jetzt komplett Greenhorn bin und das Spiel voll cool finde. Es ist doch ganz interessant, dass hier kein Timer abläuft, sondern wir warten jetzt einfach. Wo ist dieser hässliche Spinner jetzt? Und wo ist er? Gut, dass man Dinge auch upgraden kann. Irgendwie funktioniert das ja nicht, ey.
Ich sollte Militär Defensive Turret confirmen. 30 Mineralien, willst du mich verarschen? Ah, jetzt funktioniert. Wie hat der M? Da habe ich mehr davon geholt. Divan ist komplett. Residential.
Council Monument, ja klar. So. Das ist ja cool, was wir alles machen, aber es dauert halt ewig. Boah, und diese Gebäude sind ja arschteuer, ist ja der Wahnsinn. Aber braucht dieser Turm auch Power? Ja, 4 Energy braucht er. Zwei rote Artefakte und Mineralien. Hier ist nicht mal Storage voll, ey. Mann, Mann. Ja, bisschen noch. Na, come on. Jawohl. Hui. So, defensive turret.
Gibt's erstmal eine Baustelle, Alter. Komm schon, Kinders, transportiert diese komischen Cocktails rüber. Rate of Influencer, genau. Ist doch alles Kack. So, mal gucken, ob das kann hier Employee Supply. Also quasi, dass die Dinge hochzieht. Ah, jetzt so. Ich liebe diesen Aufzug. Aufzug hier, ne? Boom. Wo ist dieses komische Schiff jetzt? Kommt dieses Schiff jetzt? Dieses Stinker.
Okay. Aber dann machen wir die Rebellen nächstes Mal. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn es nicht sowieso schnappt. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Vinicius of Titan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.